Moin moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares, diesmal aus der Sicht des Kids. Des Kid. So, wir sind gerade so einem schwimmenden Viech entkommen. Wir haben mit Fisch gefüttert und jetzt versuchen wir hier weiterzukommen. Hm? Links. Durchgehen. Links. Ja. Eine andere Geschichte hier. Ups, hier stehe ich doch ein, sehe ich doch ein Brett. Schon drüber legen. Oh. Oh, das ganze Maus ist ja auch so einen kleinen lustigen Jump'n'Run. Ja. Ah, okay, warte. Oh nein! Oh nein, oh nein. Bin ich mal reingefallen. Vielleicht doch nicht so schlimm. Also jetzt kommt das Viech wieder an der Bombe hier. Aber es ist anscheinend gar nicht hier. Dann gehen wir hoch. Da ist ein Hebel. Oh, einmal die Spülung betätigt. Okay, ein kleiner Raum. Gehen wir mal runter. Naja. Klein ist der Raum auch nicht. Alles festgemacht. Da bewegt sich doch was. Oben in deinem Dings, dann holen wir mal runter. Warte mal. Das sind diese kleinen Zwerge, helfen die uns hier auch? Also sie haben uns ja nicht so wirklich geholfen, aber... Oh nein! Shit, 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 dann müssen wir kurz mal weglaufen vor denen. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Schloss war. Ich weiß aber nicht, dass hier ein Schlüssel ist. Lauf! Können wir nichts gegen den machen, ne? Was? Ja, die Würmer da. Kennt ihr das Spiel Another World? Das gab es mal auf dem Amiga. Die sehen genauso aus. Die fielen auch mal von der Decke runter. Das brauchen wir nicht mehr. Hoch da. Die hatten allerdings noch so einen Haken. Die konnten sich aufrecht hinstellen mit diesem Haken in den Beinen ritzen. War echt uncool. Also hier sind wir Strom im Wasser, würde ich sagen. Oder auch nicht. Die drücken wir hier drauf. Guck das an. Da gleich runter. Ach du Scheiße. Okay, müssen wir da rüberschieben, damit wir da irgendwie hinkommen. Ein bisschen mehr in die Mitte. So weit können wir doch auch nicht springen, oder? Glaube ich zumindest, dass wir das machen müssen. Irgendwo in die Mitte schieben dann. Wir suchen es einfach mal. Klappt das ja? Komm, pack ihn doch mal an da. Nicht so zimperlig, danke. Packen wir mal hier hin. Dann lassen wir das Wasser wieder reinlaufen. Kabel können wir ja nicht wegnehmen, leider. Das schafft jetzt vom Sprung her. Okay. Boah. War nicht schlecht. Aber auch eine enge Kiste, würde ich sagen. Wenn wir die coolen Duschen. Im Loch. Ja, guck mal nicht, aber hier ist auch eine Luke, da können wir vielleicht durch. Oh, da haben wir gesehen. Ein gruseliger Mann. Der auch gesehen, das Gesicht? Gut.
müssen da hinten hin. Oder? Wo müssen wir hin? Mal erstmal darüber zur Tonne. Oh. Eieiei. Hier ist ein Fisch. Okay. Wenn wir ihn mal wieder zufriedenstellen. Da. Hier geht's auch längs. Das sind auch wieder weite Strecken, ne? Er ist da hinten. Ist er unter den Brettern? Ist er bei uns unten? Shit. Im Schrank kommen. Oder kommt er, schwimmt da längs? Genau beobachten, wo er ist, damit wir. Der ist auch immer dicht dran, oder? Oh nein! Schnell hoch! 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 Kletter hoch! Kletter hoch! Oh. Alter, warum reagiert er nicht? Okay, dann gucken wir längs, dann springen wir da hinten hin. Da schwimmt er. So, hier auf den Röhren dürfte uns nichts anhaben können. Hoffe ich zumindest. Da ist ein Boot. Da anspringen. Ja. Okay, auf dem Boot. Da müssen. Da hinten müssen wir zu den Brettern müssen wir hin. Sehe ich gerade nicht. Doch, da hinten, da schwimmt er. Muss er weg sein von uns, sonst ist er dran. Nicht weg, ne? Schon immer noch da hinten. Scheiße. Wie kommt man da rüber, ohne dass er uns entdeckt? Wir testen es aber. Ah. Wackeln. Warte mal hoch. Okay. Mann, ey. Blödes Arsch. Wie ich. Da kann man auf die Bretter gehen, aber wir können auch da oben rein, oder? Schau einer, guck. Okay. Oh. Wir müssen auf die andere Seite. Ich kann noch einen Knopf drücken. Auf jeden Fall fehlt unsere Kordel. Wie ihr sehen könnt. Da hinten um zu. Sehr gut. So, den Koffer ziehen wir gleich ein bisschen mal rüber. Es fehlt immer noch die Kordel. Da springen wir, schwimmt das Ding. Warte mal, die schieben wir trotzdem mal darüber. So, ist besser. Bringt mir aber nichts, oder? Komme ich da irgendwo besonders hin? Doch, da oben ist die Kordel. Ah, sehr gut. Die Kurbel, nicht die Kordel, Entschuldigung. Ah, okay, jetzt muss man natürlich wissen, wie man die da rüber bekommt. Versuch was. Klappt das ja. So, komm her. Juppie! Wo ist denn jetzt? Ah, nee, ist eine Dose, hä? Ohne Dose.
Oh Gott, geh weg. Versteht die jetzt wieder da oben, weil man die nicht runterwerfen darf? Könnte sein, ne? Das wäre natürlich bescheuert. Was denn machen? Ne, hier liegt die nicht, hä? Wo ist denn die jetzt hin? Wo ist denn die jetzt hin? Wo ist sie? Ist hier am Bildschirmrand genannt? Okay, das war natürlich blöd. Müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Und diese blöde. Okay, machen wir mal das Wasser an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Irgendwas habe ich jetzt gerade vernackstnaddelt. Ich auch nicht wissen, was passiert, ne? Hä? Okay. Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Ich meine, ich habe die ja nicht so weit geworfen, dass sie komplett weg ist. Lass uns was nochmal runterlaufen. Gucken wir nochmal. So. Da liegen hier ein paar Dosen. Irgendwo die Kordel auch liegen. Ja. Und nicht. Wo liegt die denn? Da ist sie. Ach. Okay, aber wie kriegen wir die jetzt da hoch? Reicht nicht. Yes! So, nehmen wir den ganzen Koffer hier. Schieben ihn hier rüber. Weil da müssen wir ja auch nicht viel mit dem hüpfen. Dann schieben wir dich heran. Ah, super Plan. Ich glaube, es ist ein super Plan. Und hoch! Wasser noch mal reinlaufen. Oder so, genau. So, Kordel hoch und rein. Und los geht's. Okay, jetzt wird wahrscheinlich noch Zeit laufen. Müssen wir anders machen. Dafür müssen wir, glaube ich, diese Kiste ein bisschen mehr in die Mitte packen. Und so gut springen kann gleich und schnell sind. Sonst kommen wir da drüben ja nicht rein. Oh, halt ich fest. Halt ich fest. Okay. Und so. Ab und zu ist es auch echt nicht so leicht, denke ich, hier das Spiel. Verarscht mich gerade. Ist noch schubsen? Nee, nicht hier einen Scheiß aufzunehmen. Warte mal. So, kann ich hier an die Seite ran? Ah, jetzt kommt mit. Ich will hier rüberschieben, dann müssen wir schon uns beeilen gleich mal laufen. Und hier ist es gut platziert. So. Hoch. Nicht hoch, da ist hoch. Ah, oh, komm. So, erstmal Wasser reinlassen.
tatsächlich Kohle. Los geht's. Oh, das soll ein bisschen schneller sein. Nochmal. Das klappt, das war auf jeden Fall schon mal der richtige Ansatz. Da musst du direkt rüberkommen und nicht erst hier. Na, kann man machen. Hui! So, bisschen Licht. Okay, oder? Echt wahnsinnig aufpassen, wenn die nicht ins Wasser fallen. Ich glaube, dieser alte Mann, der da im Wasser rumschwimmt, der findet es ganz gut, uns zu essen. Oh, da ist er schon wieder. Blöde Viech. So schön in seinem Lehnstuhl gesessen, geschlafen. Oh, das schaffen wir doch nicht. Okay, hätte ich gleich loslaufen sollen. Versuchen wir mal jetzt. Müsste ja zu schaffen sein. So eklig und widerlich ist das Viech auch nicht. Oder doch? Es ist widerlich und eklig, das gebe ich zu. Aber man müsste dem ja... Ich glaube, die Tür geht auf und muss gleich losrennen. Anders funktioniert das nicht. Kann ich jetzt die Chance haben, das Wasser zu leiten. Und dann rüber auf die andere Tour und gleich weiterlaufen, denke ich mal. Sonst wird das wird wahrscheinlich so ein Runner jetzt. Okay. Okay. Oh, er holt den Turm doch langsam runter. Nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen. Zu diesem Gitter sehe ich gerade. Nein! Oh! Mann, das war wieder eng. Das war wieder eng. Um von mir reinzuspringen, oder? Ach, guck mal, Fernsehen. Okay. Was bringt uns das? Kann ich an die Lampe ranspringen? Ah, okay. Oh, es ist schon zu sehen. Und du? Ich dachte, das ist ein bisschen blöd, oder? Was mache ich jetzt? Okay, jetzt bin ich da hoch. Ja, gut. Yes. Oh, ich bin näher. Oh, jetzt steht er schon. Ah, ich bin natürlich auch tot, denn. Scheiße, das war natürlich dumm. Aber wo muss ich denn hin? Ich muss das schaffen. Ich muss mich irgendwo ranhängen, ne? Vielleicht an die Lampe oben. Aber die Lampe. Er stirbt ja, weil der Fernseher ins Wasser fällt. Aber warum sterbe ich? Das ist auch bescheuert. Ich will nicht sterben. Testen wir mal. Wo wachen wir gleich auf, ist die Frage auch, ne? Ach scheiße, muss ein ganzes Kram nochmal machen hier.
So, ich dachte, er reißt den Panel wieder runter. Macht er wahrscheinlich nicht, wenn ich hier drauf sitze, ne? Oh nein! Ach, was soll ich denn da machen? Meine Frage. Was soll ich denn da machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wirklich, hab ich keine Ahnung, weil dann ich. Ich kann nicht so lange warten, bis er den Fernseher runterreißt, weil dann. Der habe ich auch. Könnte höchstens. Ich auch nicht. Ja, nur noch für eine Möglichkeit. Hinten kam ich doch gar nicht rein, das ist doch zu hoch. Da muss ich ja im Anlauf hinspringen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, er muss wahrscheinlich vom Fernseher getötet werden. Das nicht. Ich verstehe es nicht. Was man da machen soll, verstehe ich nicht. Bisschen doof. Jetzt schon irgendwie alles gemacht, aber irgendwie. Mir ist so vor, als ob da noch irgendwie ein Trick bei ist. Ich weiß noch nicht welcher. Das müssen wir mal rausfinden jetzt. Warte, versuchen wir mal. So. Also. Jetzt machen wir mal den Strom an. Hör auf. Ein bisschen. Und uns den Schalter. Ins Wasser fallen. Oh. Laschi. Und hier hoch. Nicht hoch, ne? Ah, fetter Lachs. Das ist doch fast unmöglich. Oder sagt ihr? Ich finde, das ist sowas von unmöglich, man kann das gar nicht schaffen. Naja, weiß ich nicht. Aber es ist schon irgendwie abgespaced.
So, was machen wir jetzt? Wissen es immer noch nicht. Weil besiegt haben wir ihn noch nicht. Und da müsste ja eigentlich von diesem Stromschlag wahrscheinlich drauf gehen. Behaupte ich mal. Das wäre für mich auch nur die einzige logische Erklärung. Das andere sagt mir irgendwie jetzt gar nicht zu. Weil ich nicht genau weiß, was ich da noch machen sollte. Oder wisst ihr das? Ist es auch nicht. So, wir versuchen es nochmal, das Ganze. Wir werden jetzt nochmal versuchen, da längs zu laufen. Also, der Fernseher läuft da. Okay, wir lassen uns fallen. Wir schwimmen hier rüber. Können hier rüber springen. Gehen hier hoch. Da rüber springen. Und gehen hier hoch. Hier rüber schwimmen. Oh, wir müssen den Fernseher rausmachen. Musst du auf dem Ding stehen bleiben, im Fernseher. Lebt er da noch? Wie soll das denn hier passieren? Unmöglich. Ich finde es unmöglich. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Also ich bin darüber gesprungen. Gefahren. Na gut, versuchen wir mal. Das ist das Richtige, ich war ja oben drauf. Runterschmeißen, bevor er das kaputt macht. Das können wir ja auch mal probieren. Oh! Warte, weggekommen. Warte, wir versuchen mal den Fernseher runterzuschieben. Warte. Runterwerft. Was geht nicht? Doch, da längs. Oh. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht muss ich noch ein bisschen schneller schieben. Ich weiß es nicht. Oder? Kann auch sein. Weiß nicht, was die Lösung ist. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, wie man es machen soll. Wirklich nicht. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, ich muss den Fernseher von der Seite vielleicht rumschieben. Ich glaube, das ist besser. Versuchen wir mal. Anstrengend. Geschobene Fender.
Fuß an. Perfekt. Und wer drauf? Und auch da oben rein. Ja! Und ist der jetzt tot? Sehen wir, was jetzt erwartet hier. Auf. Oh, ohne Gott. Hm. Räumliche Sehen ist nicht so gut, würde ich sagen. Oh, was mache ich denn da? Das ist eine fette. Fette Treppe. Wo ich komme. Okay. Oh, hier auch. Das war eine lange Leiter. Na gut. Kommen wir jetzt mal höher ins Schiff. Oh. Hab mich geklaut. Scheiße. Ich konnte aber nicht abhauen so schnell. Das ging gar nicht. Ich hab's versucht. Ach was. Ich bin jetzt der Junge da in diesem Käfig. Das ist ja abgespaced. So schließt sich der Kreis. Schade. Was passiert jetzt? Dann tauche ich woanders auf? Das ist ja wirklich schade. Na? Bin gespannt. Passiert eigentlich gar nichts gerade. Auch schade ist. Okay. Gruselig. Oh. Oh, da kommen die Zwerge. Okay. Naja, das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal alles erforschen, weil ich glaube, weiterspielen macht jetzt keinen Sinn. Muss ja auch spannend bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.